Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Warframe. Ja, heute habe ich gedacht, machen wir mal was vielleicht viele interessieren könnte. Denn ich will Argon Crystals farmen. Die brauche ich nämlich ja für viele Warframes hier, wie ihr sehen könnt. Aber vor allem will ich mir... wo ist es denn? Hallo? Octavia Prime so langsam bauen. Ja, genau, Blueprint fehlt mir noch, aber Neuroptik habe ich schon gebaut. Und als nächstes will ich hier mal die Chassis fertig bekommen. Und dafür brauche ich noch einen Argon-Crystal. Ein Argon-Kristall, wie es auf Deutsch heißt. Und genau, das würde ich sagen, ich kann nicht mehr reden heute. Mann, was ist los? Nicht nur heute. Und da habe ich gedacht, nehme ich euch mal mit. Und zwar müssen wir dafür aber erstmal noch hier das Richtige auswählen. Und zwar nehmen wir Loot Detector und Thief's Wit mit. Spricht mir das Wit aus? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dass wir die Kisten sehen auf der Karte. Und wir gehen ins... Wer hat's anders gedacht? Ich denke, viele von euch haben das eh schon gemacht. Aber wir gehen nach Habit hier ins Void. Und gehen natürlich auf Solo. Und gehen hier mal rein. Ich bin mal gespannt, wie viele Kristalle wir finden werden. Ob wir überhaupt einen finden, ist mal eigentlich die erste Frage. Aber das hoffe ich eigentlich schon. Jo, das machen wir doch. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Target, das wir hier festnehmen müssen. Ah, Mann, die scheiß Dinger hier, immer im Void. Sind so nervig. Und zwar nehmen wir den als erstes fest. Und dann gehen wir hier Kiste für Kiste durch. Und hoffen, dass wir hier irgendwo Argon-Kristalle finden. Muss ich mal schnell den Mesmer-Skin anmachen, damit es hier nichts passiert. Ist am besten an den Dingern hier vorbeilaufen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Und nehmen hier Kiste für Kiste mit. Kommen wir hier rüber? Jawohl. Hier sind auch noch zwei. Gut, da wird wahrscheinlich nichts drin sein. Wir suchen natürlich eigentlich nach den Argon-Kristall-Vorkommen, ich weiß, ja, wie nennt man es denn richtig? So, die man halt erkennt, wo nur Argon-Kristalle rauskommen. Aus den Kisten können ja auch Argon-Kristalle rauskommen. Aber das ist natürlich nicht sicher, dass sie wirklich rauskommen, logischerweise. Aber es gibt eben die Dinger, wo wirklich welche rauskommen. Also da kommen auf jeden Fall welche raus. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ihr wisst bestimmt Bescheid. Soll ja heute auch kein Tutorial eigentlich werden. Sondern ich wollte es eigentlich nur mit euch mal machen. Damit ihr seht, wie ich das mache. Ihr könnt auch mal ein Tutorial eigentlich drüber machen, wenn euch das interessiert. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt. Da oben ist noch meine Kiste. Und die nerven mich hier gerade ganz schön. Okay, die. Bin mal gespannt, wie lange wir hier brauchen, um hier durchzukommen. Wir müssen nachher da unten lang, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier nach hinten raus. Und Fokus läuft hier ab. Ich denke, wir haben nicht viel Fokus gesammelt. Ah doch, 1000, okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist auch eine Kiste drin. Was haben wir bekommen? Crowd Dispersion. Heißt es so? Ich habe es gerade nicht schnell genug gesehen. Okay, da hinten ist anscheinend nichts drin. Ah doch, das Explosionsding da. Aber wir können hier weiter. Und hier haben wir, glaube ich, so einen Raum, wo wir coole Mods rausbekommen können. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen einmal hier nach oben. Wer das hier nicht kennt, weiß jetzt auch Bescheid, dass man hier nach oben kann. Und hier müssen wir jetzt gleich mal schnell durch. Und zwar schauen wir uns jetzt mal das hier an. Wir müssen da runterspringen. Ah, nicht hier hängen bleiben. Komm schon. Jawohl. Und rein hier. Der Schaden sollte uns erstmal nichts ausmachen, wobei wir hier doch ein bisschen was abbekommen haben. Und jetzt hier nach unten. Und hier schnell rein, bevor es zugeht. Aber das haben wir safe geschafft, mit 10 Sekunden noch auf der Uhr. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier für Mods rausbekommen. Hier können auch sehr seltene Mods dabei sein. Wobei die natürlich, wie gesagt, selten sind und deshalb, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man die bekommt, nicht so hoch ist. Aber man kann natürlich immer hoffen,
Wir haben sogar Sanctuary bekommen. Für Robotik, okay. Die Mod habe ich aber anscheinend schon, aber sagt mir gar nichts. Mit den ganzen Mods kenne ich mich leider auch nicht so hundertprozentig aus. Viele kenne ich leider nicht. Und wir müssen jetzt einmal durch, hier nach oben. Da haben wir auch noch Kisten. Die nehmen wir auch einfach alle mal mit. Schadet ja nichts, wenn wir hier eh schon durchgehen. Und hier drüben auch. Perfekt. Und dann gehen wir hier durch. Und hier vorne wieder raus. Einmal schön durch die Laser durch. Perfekt. Oh Mann. Und hier unten durchsliden. Schaffen wir das? Ja, fast. Und die Gegner sollten uns jetzt hier erstmal nicht stören. Oder beziehungsweise von denen sollten wir uns nicht stören lassen. Und hier haben wir auch einen schönen Raum. Da sind auch richtig viele Container drin. So, Container ist das richtige Wort, genau. Das habe ich vorhin gesucht, ich habe auch Kisten gesagt. Aber Container ist, glaube ich, das richtigere Wort. Einmal alles mitnehmen. Und wir haben einen Argon-Kristall bekommen. Perfekt. Hat sich doch schon gelohnt. Theoretisch könnten wir jetzt rausgehen, aber wenn wir hier schon mal drin sind, schadet ja eigentlich nicht, wenn wir hier natürlich noch weitermachen. Die Motten nehme ich auch noch mit. Gut, weiter geht's hier anscheinend dann nicht, deshalb gehen wir hier jetzt Richtung Extraction. Beziehungsweise hier hinten können wir, glaube ich, auch noch in die Tür. Jawohl, können wir. Aber hier sieht es aktuell nicht so aus, als wären hier viele Kisten drin. Nämlich gar keine. Nice. Perfekt. So kann es natürlich auch gehen. Da unten steht... Nee, da oben steht noch eine. Ah, da. Okay. Okay, da hinten können wir nicht hin. Da müssen wir irgendwie anders hinkommen. Wahrscheinlich hier durch. Gut, dann nehmen wir hier oben die Kiste mal noch mit. Da steht auch noch eine. Und dann würde ich als nächstes sagen, gehen wir hier rein. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber ja, ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Wir gehen jetzt einfach jeden Raum ab, den es gibt. Um eben hier jede Möglichkeit zu, ja, abzudecken. Aber hier sind es gerade nicht mehr so viele Container. Tatsächlich. Gehen wir hier hoch. In der Mitte sind noch welche. Jawohl. Müssen wir aber mal... Ah, scheiß Ding. Vielleicht mal aktivieren. Okay, hier ist auch Sackgasse. Gut, gehen wir hier unten auf die Druckplatte drauf. Und hoffen wir mal, dass wir hier hochkommen. Nein, wir kommen natürlich nicht hier hoch. Perfekt. Schade. Da haben wir viel verschwendet, aber egal. Können wir durchschießen? Nee, können wir nicht. Schade, schade. Schade, schade, Schokolade. Was liegt denn hier hinten rum? Das haben wir anscheinend übersehen. Okay, das war Ferrit. Ferrit. Wie auch immer man es ausspricht. Ferrit. Und hier haben wir aber wieder viele Kisten, viele Container. Den Raum würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal kurz ab. Und nehmen hier alles mit, was geht. Ich bin wirklich mal gespannt, auf wie viel Argon-Kristalle wir am Ende kommen. Ich gehe ehrlich mal davon aus, dass wir zwei bekommen. Wäre zumindest mal ganz cool. Aber mit einem wäre ich natürlich auch zufrieden. Haben wir nämlich ja schon. Weil wir nur eins brauchen erstmal. Und was heißt nur? Man kann eigentlich nie genug davon haben. Aber zumindest jetzt als allererstes mal, um Octavia zu bauen. Oder was war es? Ein Chassis, genau. Da hinten versteckt sich... Nice! Eine Ayatan-Skulptur. Die kann ich sehr gut gebrauchen, weil ich eine Nightwave-Mission habe. Wird die mir hier angezeigt. Kommt schon. Da, hier. Fully Socket. Drei Ayatan-Sculptures. Zwei habe ich schon und drei haben wir jetzt auch. Können wir das auch noch abschließen? Die Nightwave-Mission ist natürlich richtig gut. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Das ist natürlich jetzt perfekt, dass wir die noch gefunden haben. Richtig gut. Es war auf jeden Fall ein guter Run hier durch.
Wäre natürlich jetzt noch besser, wenn wir nochmal Argon-Kristalle finden. Aber war jetzt auf jeden Fall auch schon erfolgreich. Da unten sind keine, hier oben sind noch Kisten. Der Container. Da hinten, versteckt hier. Ach krass, das sieht man gar nicht, hä? Oh jo, okay. Ha. Darauf kommt man sonst auch nicht, wenn man hier keinen Loot-Detektor hat. Na komm, komm schon hier hoch. Jawoll. Hier kommen wir nicht durch. Okay, können wir hier, glaube ich, anmachen. Open Door? Nö. Ah, okay, so geht es. Naja. Wir haben ja auch so durchgekommen, logischerweise. Hier geht's noch nach unten. Wir gehen aber erstmal hier hinten rein. Okay, da ist aber Sackgasse. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten weiter. Jawoll. Perfekt. Und die fangen schon wieder an zu schießen hier. Da haben wir es. Das habe ich gemeint. Und nochmal ein Argon-Kristall. Perfekt, zwei schon. Schade, manchmal bekommt man da glaube ich auch zwei raus. Das war jetzt leider nicht der Fall. Die müssen wir mal kurz ausschalten. Weil die doch etwas nerven. Hier geht es auch nicht weiter. Dann können wir wieder nach oben. Aber da oben ging es glaube ich noch lang. Ah ne, ging es nicht. Okay. Da war auch Ende. Das heißt, wir gehen da weiter. Wir kommen dem Ziel immer näher. Aber naja, dauert natürlich alles eine Weile. Aber lief ja bis jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben zwei Stück gefunden und sogar noch eine Ayatan-Skulptur. Passiert sonst auch nicht so oft. Hier hinten... Oh, hier geht's noch weiter. Krass. Hier haben wir auf jeden Fall einiges zu entdecken. Noch. Nach unten müssen wir auf jeden Fall weiter, weil da in dem Raum dahinter sind auf jeden Fall wieder viele. Das ist ein ganz guter Raum. Jawohl, wieder so ein cooler. So ein cooler Raum. Ein Raum mit vielen Containern, wo auch einiges drin sein kann. Auch sehr gute Mods. Und es nervt mich hier schon wieder. Wobei wir bis jetzt noch ja nicht so viele Mods bekommen haben. Gute. Eine goldene Mod. Aber ist okay. Dafür haben wir eine Ayatan-Skulptur. Okay, recht groß hier auf jeden Fall. Manchmal wieder war es auch nicht so groß. Manchmal wieder. Wie komme ich auf manchmal wieder? Also manchmal wieder, genau, sage ich komische Wörter. Mann. Aber wir haben hier Flow bekommen. Kann man auch immer gut gebrauchen. Aber habe ich eigentlich auch schon genug. Und... Ah, nee, ich wollte gerade schon sagen, wir haben hier schon wieder. Aber leider nicht. Das haben wir schon gescannt anscheinend. Und wir springen hier einmal nach oben. Weil da oben sind Mods. Nee, was heißt Mods? Ja, Kisten eigentlich. Ja, um es genauer zu sagen. Und hier sollten wir uns nicht von den Lasern treffen lassen. Wir können eigentlich hier mal Messmaskin wieder anmachen. Okay, unten waren wir schon. Da hinten waren wir schon. Hier haben wir anscheinend auch alles. Würde ich sagen, gehen wir mal noch... Ah ne, von hier hinten kommen wir. Da haben wir allerdings noch was. Und da können wir noch das hier scannen. Das wurde aber anscheinend auch schon gescannt. Somacord Tone. Okay, haben wir auch schon. Den Raum hier. Ja, den kenne ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, oder? Nee, den... Hä? Ja, krass. Okay, der sagt mir gar nichts. Ist natürlich auch nice. Den habe ich noch nie gesehen. Okay, krass. Wieder was dazugelernt. Das hier hinten nehmen wir noch mit, wo es denn hier ist. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den nächsten Raum. Wir haben es bald geschafft. Sind jetzt wie lang drin? 13 Minuten, eine Viertelstunde fast. Ist in Ordnung. Dafür, dass wir zwei Argon-Kristalle bekommen haben, finde ich das doch echt ganz gut. Und noch eine Ayatan-Skulptur, wobei das jetzt wirklich außergewöhnlich ist, dass wir das
dass wir eine Skulptur bekommen haben. Das kommt sonst, glaube ich, nicht so oft vor. Okay, hier haben wir auch alles. Da unten sind noch drei Kisten. Ist aber auch nichts drin, schade. Ein Argon-Kristall noch, wäre mega gut. Wobei ich zwei gesagt habe, dann würde ich richtig liegen. Okay, den tue ich anscheinend auch. Habe ich richtig gegambelt mit den zwei. Perfekt. Geschafft. Nice, nice. Jetzt können wir Octavia Chassis bauen. Und die Eiertalen-Skulptur voll machen. Dann haben wir noch eine Nightwave-Mission geschafft. War dann auf jeden Fall... Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Es tut mir leid. War dann auf jeden Fall eine erfolgreiche Folge, würde ich behaupten. Komm schon. Lad. Schneller, danke. Und zwar machen wir als erstes mal die Skulptur kurz. Und wo ist sie? Hier ist sie. Da habe ich auch schon einige Skulpturen hier auf jeden Fall. Also an Endo mangelt es mir eigentlich auch nicht mehr. Ja, danke. Nö. Hier, Octavia Prime Chassis. Können wir machen, das dauert 12 Stunden. Hier brauche ich Nitain-Extrakt und Kryotik. Das müssen wir auch irgendwann mal noch farmen. Habe ich auch gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Und wir sind hier bei 8000. Ich habe nur noch zwei Missionen hier übrig. Wobei ich die ja nicht so einfach finde oder nicht so Lust drauf habe. Aber gut, ich hoffe. Okay, good night. Gute Nacht. Ja, ich sage euch jetzt auch mal Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen. Wenn ihr nicht wusstet, wie ihr Argon-Kristalle farmt, wisst ihr das jetzt vielleicht auch. Ich kann auch nochmal ein separates Tutorial irgendwann dazu machen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt. Oder auch andere Warframe-Tutorials, wenn ich euch irgendwas erklären soll. Soweit ich das natürlich kann. Ich habe, ja, kenne mich auch nicht zu 100% aus. Aber doch schon recht gut, würde ich mir behaupten. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf meinem Kanal auch da. Würde mich mega freuen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ich hock mich auch mal hier kurz dazu. Wo kann ich das denn? Ja, hier. Und ciao.